Servus Leute, ein neues Video steht an, alle Spiele, alle Tore bzw. die Zusammenfassungen vom dritten Spieltag. Ja, ihr fragt euch vielleicht, was mit den anderen fünf Partien, die kommen morgen in der Konferenz um 13.45 Uhr oder um 14 Uhr, weiß ich noch gar nicht. Tippt wie immer gerne mit in den Kommentaren, würde mich auf jeden Fall freuen. Bedenkt, ich bin kein ausgebildeter Kommentator, das heißt Sprachfehler sind immer mal wieder denkbar. Und ja, das ist eine Prognose. Ansonsten ist in der Infokarte noch eine Umfrage verlinkt für den Livestream. Am Samstag würde mich freuen, wenn ihr da auch abstimmen würdet. Naja, jetzt geht's los mit dem ersten Spiel Dortmund gegen Frankfurt. Zum zweiten Mal in Folge muss der BVB am Freitagabend ran. Zuletzt gegen Hannover klappte das Ganze nur bedingt. Dennoch ein 0:0 gegen die Elf von André Breitenreiter ist auch kein Weltuntergang. Eintracht Frankfurt kommt mit einem Sieg und einer Niederlage in den Signal Iduna Park. Und hier hatten sie die erste Möglichkeit. Sebastian Haller mit einem tollen Schuss. Hits der Bürki-Vertreter, weil Roman Bürki auf der Länderspielreise eine Blessur mit sich trug, wurde hier aber gut vertreten eben von seinem Landsmann. Dann auch der BVB nach vorne aktiv und wie Thomas Delaney, 30. Spielminute. Sein erstes Tor in der Bundesliga für Borussia Dortmund, ein super Treffer, nicht zu halten für Kevin Trapp. Und dennoch war es weiterhin eine sehr gute Partie der Gäste. Dortmund ließ relativ viel Leine, was ein wenig überraschend war, weil Lucien Favre das in der Regel nicht sehr gerne sieht. Hier hatten sie Glück, dass es noch 1:0 zur Pause stand und sie hätten sogar noch erhöhen können. Marco Reus, Witzel nochmal. Aber dann doch relativ deutlich links am Kasten vorbei. Es ging also mit diesem 1:0 in der Pause, womit die Dortmunder sehr gut leben konnten, weil Frankfurt eben sehr ansehnlich mitspielte. Stunde jetzt gespielt, das ist Marius Wolf, Ex-Frankfurter, legt zurück auf Dahoud und Kevin Trapp kann sich so richtig auszeichnen. Super Reaktion, ist so schnell am Boden und verhindert hier das 2:0, was eventuell die Vorentscheidung schon hätte bedeuten können. Dortmund wollte jetzt aber auch eben diese Vorentscheidung erzwingen. Marco Reus und der Schlenzer geht sowas von haarscharf am Knick vorbei. Hätte schon verdient gehabt, diese Szene. Ein Tor, aber Dortmund verpasste in der Situation die Entscheidung zu erzwingen. 80. Minute, dann Frankfurt kam jetzt und näherte sich nochmal an. Gacinovic Schuss, aber war deutlich zu harmlos. In der 81. rutscht ihm etwas über den Spann und dementsprechend keine Gefahr. 5 Minuten vor dem Ende, aber dann machte er es besser und was für ein Treffer. 86. Spielminute, auch sein erstes Saisontor, brachte hier dann den Ausgleich. Doch Dortmund kam auch nochmal, hatte noch etwas Luft. Zuletzt gewann sie hier durch ein spätes Tor gegen Frankfurt. Durch Batshuayi in der letzten Saison war es ein 3:2. Damals in der 90. erst den Ausgleich kassiert. In der 90. dann noch das 3:2 gemacht. Hier langte es nicht mehr dazu und es blieb beim 1:1. Kevin Trapp sicherte seine Eintracht. Zumindest diesen Auswärtspunkt, womit auch die Gäste sehr viel besser leben dürften. Für Borussia Mönchengladbach ist es das zweite schwierige Heimspiel in Folge. Es war zuletzt Bayer Leverkusen, da konnten sie 2:0 gewinnen am ersten Spieltag. Jetzt kam der FC Schalke 04 und die Fohlen machten das wieder sehr gut gegen Schalker, die nicht gut in die Saison gestartet sind. Hazard auf Neuhaus, Player legt super auf und Fabian Johnson beendet diese Kombination. Nach 4 Minuten steht es bereits 1:0 für Borussia Mönchengladbach, bislang in der Saison 4 Punkte gesammelt. Schalke steht eben noch mit 0 da und das sah man. Sie waren irgendwie ein wenig gehemmt und Hofmann legt auf für Thorgan Hazard. Und nach 14 Minuten bereits stand es 2:0. Es hätte für die Elf von Tedesco nicht schlechter beginnen können. Und sie hatten die Möglichkeit, noch höher in Rückstand zu geraten. Aber Strobel trifft den Ball nicht korrekt und haut ihn dann eben in die Wicken. Noch keine größere Gefahr von Schalke ausgehend. Bis dahin, dann warten sie auf. Bentaleb, Rudi, super Ball und Harit muss hier das Ding machen in der 27. Minute. Die Riesenchance zum 2:1. Der muss halt sitzen, wenn man es spannend gestalten will. Vor der Pause nochmal eine gefährliche Aktion. Abgerutschte Flanke von Embolo, der wäre richtig scharf geworden. Aber Sommer passt da auf und wehrte den Ball ins Aus. Wir springen in den zweiten Durchgang. Da wurde Schalke jetzt aktiver. Sie wollten schnell das 2:1 machen. Logischerweise, dann wäre hier auch noch etwas drin. Es gelang ihnen bislang noch nicht. 20 Minuten noch auf der Uhr. Wieder Schalke. Bentaleb ist das. Bentaleb
aber mit seinem rechten Fuß etwas zu harmlos. Wieder um Sommer da, wirklich in Gefahr zu bringen. Die Zeit lief davon, Schalke wollte aber unbedingt dieses 2:1. Es sollte einfach nicht fallen in der zweiten Hälfte. Gladbach verwaltete nur noch und wurde bis dato nicht dafür bestraft. Rudi weit am Kasten vorbei. Es ergaben sich jetzt Räume, die Möglichkeit für Gladbach alles zu entscheiden. Player aber in die Arme von Ralf Herrmann. Und dennoch blieb es bei diesem 2:0. Zwei sehr frühe Tore brachten Gladbach früh auf die Siegerstraße. Und der FC Schalke 04 startet mit 3 Niederlagen in Folge in diese Saison. Durch ein Tor in der 96. Minute konnte der SV Werder Bremen sich die 3 Punkte in Frankfurt sichern. Nürnberg kommt mit einem Punkt, der in der Heimspielstätte Max-Morlock-Stadion zumindest Hoffnung auf mehr macht. Hier starteten die Werderaner aber besser rein. Klaas nach 11 Minuten mit der großen Möglichkeit bereits das 1:0 zu erzielen. Dem Neuzugang gelang das hier aber noch nicht. Den guckt Bredlow weit am Kasten vorbei. Knapp 10 Minuten später Bremen aktiver als Heimmannschaft, auch in der Pflicht das Spiel zu übernehmen, und Philipp Bargfrede versucht sich da mal an einem Winkelschuss, zumindest visierte er diesen an, klappte nicht ganz, den kann man auch unten links, unten rechts versuchen einzuschieben. Nach einer halben Stunde dann auch die Klobberer mal nach vorne, Enrico Valentini, Petrak, Behrens, aber Pavlenka passt auf Petrak dann nochmal. Ja, wenn sich so Möglichkeiten ergeben, dann sollte man die auch machen, wenn man in Bremen etwas mitnehmen möchte. Pavlenka macht sich groß, konnte nach Gehirnerschütterung und Pause in der Länderspielwoche sich regenerieren und kam dann wieder dazu. Bredlow hier gegen Osako verhindert das 1:0. Es war eigentlich überfällig, dieses 1:0. Und dennoch wollte es nicht fallen, sodass Nürnberg vor der Pause nochmal die Chance hatte. Moisander geht am Ball vorbei und Michael Ishak und Kubo scheitert. Aber an Pavlenka, der herausragende Schlussmann, der Bremer. Super gemacht wieder, macht sich groß und geht dann im richtigen Zeitpunkt runter. Eggestein dann im zweiten Durchgang mit diesem Ball auf Hanik. Hanik verpasst die richtige Möglichkeit, den Ball abzuschließen. Und Bredlow hat dann den Winkel schon so verkürzt, dass nichts mehr rausspringen konnte. Aber im Anschluss direkt die nächste Möglichkeit für Hanik auf 1:0 zu stellen. Doch auch das funktionierte nicht. Es stand also weiterhin 0:0. Und Nürnberg schnupperte am Lucky Punch. Palacios. Und wieder Pavlenka. Man kann es ja kaum noch hören, aber dieser Mann ist überragend in Form und bei den Bremern eine richtige Bank da hinten im Kasten. Eine Situation gab es aber noch in der Partie. Eine letzte Möglichkeit für Bremen, diese Partie doch noch zu entscheiden. Bargfrede, Osako trifft nur den Pfosten und Mühl bereinigt das dann. Danach war Schluss. Unglaubliches Pech für Bremen und Glück für Nürnberg, aber das hatten sie sich erarbeitet. Das war eine sehr disziplinierte Vorstellung, sodass dieses 0:0 auch in Ordnung geht. Zwei Teams, die bislang ohne jegliche Punkte dastehen. Stuttgart hat noch nicht mal ein einziges Tor erzielen können. Der Sportclub aus Freiburg jetzt wieder mit Christian Streich an der Linie, geriet hier aber früh unter Druck. Mario Gomez wird geschickt, nickt clever rüber auf Gentner. Dem verspringt der Ball etwas, ansonsten hätte es hier nach 13 Minuten bereits 0:1 lauten müssen. Freiburg nach einer Viertelstunde auch auf dem Weg nach vorne, gefährlich unterwegs. Niederlechner scheitert hier an Zieler, der gut reagieren konnte. Heinz dann mit dem Fehler gegen Gomez. Adonis, super Flanke und Schwolo im letzten Moment ist er dazwischen. Und Pech für Castro, dass er da etwas überrascht wird. Wenn Schwolo da aber nicht rangeht, ist es das sichere 0:1. So blieb es bis kurz vor der Pause bei diesem torlosen Remis und auch bis zur Pause, weil Gomez hier haarscharf verzieht. Hätte es auch sein können. Im zweiten Durchgang drehte Freiburg dann auf. Stunde gespielt. Niederlechner auf Franz und Mike Franz mit einem Sonntagsschuss. Mit Glück aber auch, dass der Ball an den Pfosten geht und von da auf die andere Seite des Tores geht und dort ins Netz prallt. Und da hatten sie jetzt Oberwasser. Mike Franz, was war mit dem los? An diesem
Sonntagabend legt auf Nils Petersen mit dem 2:0 in der 73. Spielminute. Für Stuttgart ging es jetzt dahin. Die Moral war gebrochen. Im ersten Durchgang verpassen sie das 1:0 und Freiburg hatte Glück. Jetzt klappte alles. Ein Marco Terrazino, der normalerweise ein Scheuntor aus 2 Metern kaum zu treffen vermag, hält hier den Fuß hin, macht es überragend. Respekt an dieser Stelle und vor dem Ende sogar noch das 4. Das war viel zu hoch, aber Stuttgart wurde einfach überrannt im 2. Durchgang. Freiburg kam ins Rollen und Stuttgart wurde richtig abgeschlachtet. 4:0 gewinnt Freiburg im Endeffekt gegen den VfB. Jo, das war die Prognose und an alle Stuttgart-Fans oder Zuhörer, falls von denen jemand überhaupt zuschaut, bedenkt, das ist nur eine Prognose. Ich habe auch nichts gegen Stuttgart. Ich glaube nicht, dass Freiburg 4:0 gewinnen wird. Ihr habt da alle Möglichkeiten, Punkt zu holen. Ansonsten bedanke ich mich bei euch allen fürs Zuschauen und Zuhören. Bis zum nächsten Video. Tippt wie immer gerne mit in den Kommentaren. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen und ein Abo freuen. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video mit der Konferenz morgen. Und ja, bis dahin und ciao.